von näher kommen, habe ich nichts gesagt. Nein, kommt ruhig näher. Wir haben uns hier verabredet, weil wir wieder unsere kleine Führung machen, um euch einen kleinen Eindruck zu vermitteln, was bei uns hinter den Bühnen passiert. Weil ja viele denken, oh, das ist... Wenn die Polizei das wüsste, die Polizei weiß das, ist gar nichts, aber da zeige ich euch gleich. Wir haben auch dieses Mal zwei Kamerateams dabei und die haben auch ein Mikrofon dabei. Dementsprechend müsst ihr ein bisschen aufpassen, was ihr sagt. Also ihr dürft zum Beispiel nicht Scheiße sagen. Habt ihr das verstanden? Habt ihr das verstanden? Was dürft ihr nicht sagen? Sehr schön. So, dann kommen wir nochmal zusammen. Wir müssen ein bisschen zusammenbleiben. Wir laufen hier im Prinzip über eine Baustelle. Es wird überall noch gearbeitet, möglicherweise fliegen leere Flaschen, das weiß man immer nicht. Und dann muss man natürlich ein bisschen gucken, dass niemand verletzt wird. Wir laufen langsam die Landebahn hoch, am Artist-Bereich vorbei, an den Produktionsbereichen vorbei und nähern uns dann, so Gott und eure Kräfte es wollen, der Hauptbühne. Und dort versuchen wir irgendwie auf oder vor die Bühne zu kommen, um da mal einen Blick zu erhaschen. Das müssen wir aber während des Marschs noch klären mit dem Bühnenmanager, weil da spielt nämlich eine Band. Ist irgendjemand dabei, der die Geschwindigkeit vielleicht nicht mithalten könnte? Außer den Kameraleuten. Ja, so unser erster Halt. Halt. Stopp. Oder Stopp. Da, auf Spanisch halt. Ja. Da vorne, wenn ihr euch alle umdreht, seht ihr die Malteser. Die sehen aus wie Köche, sind aber keine. Die Malteser in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und natürlich der Polizei sind unerlässlich für den sicheren Ablauf auf so einem Festival. Wir haben das große Glück, dass unser Publikum relativ entspannt ist, nett, freundlich und unkompliziert und relativ aggressionslos. Das heißt, wir haben wenig Schlägereien, auch wenn es da unterschiedliche Aussagen zu gibt. Aber schlussendlich ist das tatsächlich so. Auch in diesem Jahr war fast nichts zu vermelden seitens der Polizei. Wir haben natürlich ein massives Problem mit Westen. Die Hitze hat ihr Übriges getan. Wir haben relativ viele Infusionen wohl legen müssen, wie ich weiß, weil die Leute halt auch nicht daran denken zu trinken. Und da reden wir von Wasser. Und das klappt wohl nicht ganz so gut. Doch, ein paar haben es gemerkt. Ne? Und wie gesagt, die drei Organisationen, die wir gerade passiert haben, beziehungsweise die Feuerwehr ist woanders platziert, haben hier wirklich einen exzellenten Job geleistet, wie jedes Jahr. Gestern hatten wir eine Unwetterwarnung, sodass wir das Festival, beziehungsweise den Ablauf des Festivals unterbrechen mussten für eine Stunde. Auch das hat hervorragend geklappt. Und nicht zuletzt dank der Hilfe der Feuerwehr, der Polizei und der Malteser. Und deswegen finde ich, sollten wir den dreien mal einen Applaus geben. Gute Leute machen einen guten Job, ohne die geht hier gar nichts. Wollte ich nur mal ansprechen. Jetzt gehen wir weiter. Eigentlich im Clubhaus des Aero-Clubs befindet sich der Media-Bereich. Da sind die ganzen Leute, die Fotos machen, Kameraaufnahmen, Reviews schreiben und die dann hochladen. Also eine ganz eigene Form der Kunst, die Herrschaft beherrscht. Wir haben hier auf der rechten Seite ein paar der typischen Nightliner-Busse stehen, mit denen die Bands durch Europa fahren, von Auftritt zu Auftritt und dann eben auch hier landen. Die brauchen halt eine gesonderte Menge Strom, damit sie hier versorgt werden können. Das ist quasi der Ersatz für deren Hotel. An manchen Hotels kann ich verstehen, dass sie im Bus pennen. Aber gut, ist eine ganz eigene Form der Reiserei. Hat so ein bisschen was von Sardinen. Dann liegen da 6, 8 oder 12 Leute. Man kann sich im Bett nicht richtig aufrichten. Wenn der Fahrer nicht gut drauf ist, fällt man dauernd gegen irgendeine Seite, wird hin und her geschlagen. Also schön ist das nicht. So viel zum Thema das tolle Rock'n'Roll-Leben. Also da gibt es echt angenehmere Dinge. Alle da? Alle? Ja. Ja. Hinten auch? Hinten auch? Ja. Ja. War das hinten? Ja. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier den Bereich zur rechten, also zu eurer rechten, wo die Künstlergarderoben aufgebaut sind. Das heißt, die Künstler können dort sich umziehen, für den Auftritt fertig machen oder nach dem Auftritt fröhlich die Flasche schwingen.
ein ganz angenehmer Aufenthaltsbereich, hier wird ganz gut gekocht, ist also für alles gesorgt, was den Künstler glücklich macht, damit er einen guten Auftritt abliefert. Jetzt denken wahrscheinlich alle, ja, Mittel, Künstler kommt von Kunst, was hat das damit zu tun? Das frage ich mich auch oft. Aber in der Tat, es gibt kaum eine musikalische Ausrichtung, wo so versierte Musiker anzutreffen sind wie im Metal-Bereich. Und es gibt auch keine musikalische Ausrichtung, wo so viel klassische Musik berücksichtigt wird und Einfluss findet. Außerhalb in der Klassik natürlich. Aber ansonsten muss man sagen, ist das spielerische Können in dieser Szene deutlich höher als in vielen anderen. Ich lasse den Jazz jetzt mal raus, aber es gibt andere Spielarten, das wollt ihr nicht hören. Da seid ihr hier wirklich, könnt ihr hier wirklich zufrieden sein. Wie gesagt, die Leute bringen wir dann hier unter, damit die auch zeigen, was sie können. Das ist alles nicht so spektakulär, wie man denkt. Ich muss jedes Jahr den gleichen Witz machen, mir fällt aber auch nichts Neues ein. Drogen, russische Huren, das gibt's hier alles nicht. Also ich war auch sehr enttäuscht, als ich das dann erlebt habe. Das ist ja langweilig. Seitdem mache ich die Führung, weil da ist eh nichts los. Ja, also wie gesagt, dieser Bereich ist auch so ein neuralgischer Punkt bei uns. Da wird auch Zeit und Geld investiert, damit das eben funktioniert, damit es gut aussieht, damit die Leute sich wohlfühlen. Die sind zwar unsere Gäste, gut bezahlte Gäste, nichtsdestotrotz sollen sie sich wohlfühlen, guten Job machen. Und das hat in den vergangenen Jahren eigentlich sehr gut geklappt. Und wie gesagt, das ist eben hier. Kann man jetzt nicht viel erkennen, aber wie gesagt, gibt es auch nicht viel zu sehen. Gehen wir weiter. Gut. Dann war Reggie nicht die Weiber anmachen da hinten. Also, zur Rechten haben wir den Logistikbereich, also das Zentrum aller logistischen Arbeiten hier. Das heißt, alles, was wir auf den 130 Hektar Land, die wir hier bebauen, bauen, kommt von daher. Wir haben knapp 30 Kilometer Bauzaun, die wir aufstellen müssen, damit alles seine Richtigkeit hat. Und dann denkt man immer, ja klar, die bauen die Bauzäune auf, damit die hier nicht einfach reinkommen. Hauptsächlich stehen die Zäune, damit wir wissen, wo wir lang müssen. Das ist eigentlich unser Hauptproblem, weil wir ein bisschen orientierungslos sind hier. Dahinter haben wir dann das Zirkuszelt. Das ist ein 15-Master-Zelt mit über 5000 Quadratmetern Grundfläche. Da steht eine Bühne drin und diese Bühne in der Größe kann zwischen 8.000 und 10.000 Leuten Musik bieten. Das heißt, das Ding ist relativ groß. Und wenn man drin steht, das hat schon ein bisschen was von einer Kathedrale. Wenn ihr nachher Zeit habt, schaut es euch an. Also es ist schon beeindruckend. Ich hatte vorher noch nie so ein großes Zelt gesehen. Vielleicht seid ihr das ja gewohnt, für mich war das neu. Jetzt machen wir gleich Folgendes, weil wir im Prinzip den ganzen Backstage-Bereich schon abgekaspert haben. Gibt noch zu sagen, da hinten sind noch Künstler-Campingplätze, weil eben nicht alle mit dem Bus kommen und auch nicht alle ein Hotel kriegen. Die können da campen, unsere Crew-Leute können da campen, wenn sie campen wollen. Das ist also, wie gesagt, allgemeine Logistik, die da stattfindet. Wir gehen jetzt weiter zur Hauptbühne und kurz vor der Hauptbühne auf der rechten Seite liegen drei ganz große Säcke. Nein, das sind keine Kollegen von mir. Das sind tatsächlich riesengroße Säcke. Und in dem einen befindet sich Abwasser. In dem anderen befindet sich, die Kinder halten mal kurz die Ohren zu. In dem einen befindet sich Abwasser, in dem zweiten Kacke und in dem anderen Pisse. Glaubt mir, schneidet es nicht auf und prüft es nach. Wir haben 15.000 Kubikmeter Abwasser insgesamt in diesem Jahr. Ich glaube, es ist die größte Menge seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Ich habe es aber nicht habe ich von der Stadt erfahren. Sei es drum. Von dort aus, wenn wir weiter geradeaus gehen, kommen wir wie gesagt an die Bühnen. Da werden wir jetzt gleich mit dem Bühnenmanager Kontakt aufnehmen und dann schauen wir mal, müssen wir kurz warten, ob wir auf die Bühne oder drum rumlaufen können, müssen wir mal sehen. Aber wir werden die Bühne auf jeden Fall mit einbauen können. All of them! All of them! Ich würde jetzt total gerne erzählen, wie hoch die Bühne ist, wie viel Platz da drauf ist, wie teuer die ist. Aber ich weiß es nicht. Wenigstens die Westen gehen an mich. Man ist ja dankbar für jeden Kontakt. Ja, die große hinter uns, die sogenannte Main Stage. Wir haben eine kleinere, das ist die sogenannte Paint Stage. Dann haben wir im Infield, also wo die Händlermeile ist, eine Camelbühne.
Die wird gestellt von einem Zigarettensponsor, dessen Namen ich hier nicht nennen möchte. Und wir haben die sogenannte T-Stage, das ist die Bühne in dem Partyzelt. Der Name T-Stage leitet sich daher ab, dass der Geschäftspartner von Achim Ostertag, auch von mir ein alter Freund, vor 2 Jahren leider gestorben ist. Und wir haben versucht, irgendwie eine bleibende Erinnerung zu schaffen. Und deswegen haben wir die Bühne T-Stage genannt, weil er als Spitznamen T hieß. Kann man sicher sich seine Gedanken darüber machen, aber wir fanden das sinnvoll und gut. Somit 4 Bühnen. Und 120 Bands, die irgendwo darauf rumhampeln und Musik machen. Das kommt also auch noch dazu. Es gibt ja gar keine Hände mehr. Ja, wir sind viel. Könnt ihr mich sehen? Findet ihr mich toll? Geil! Wie findet ihr den Parabelritter, den langen hier mit der Kamera? Der ist hässlich, ne? Der ist toll! So, das war der Auftritt. Guck mal, ich will euch offen. So, also. Jetzt sind wir im VIP-Bereich, wo natürlich nur wichtige Menschen rein dürfen. Alle mit viel Geld und Beziehungen und keine Ahnung was. Tatsächlich ist es so, wir sind ganz normale Leute, sind Geschäftspartner, Geschäftsfreunde und Pressevertreter, wichtigere, nicht so wichtige, alles bunt gemischt. Man trifft sich hier, tauscht sich aus, ist so ein bisschen Szene-Treff, hat so ein bisschen was von der Messe. Ist aber der einzige Bereich auf dem Festival, wenn es den nicht gäbe, würde das Festival trotzdem funktionieren. Aber das vergessen die dann immer. Naja, ist nicht ganz so schlimm. Jetzt sind wir auf jeden Fall da. Wir machen jetzt Folgendes. Jeder bekommt einen Becher mit Getränk und zahlt keinen Pfand. Ihr müsst den Becher hier wieder abgeben. Ich verlasse mich darauf, dass ihr das macht. Bitte. Weil es das Geld vom Wirt und der Wirt kriegt jetzt einen Applaus, weil er uns hier reinlässt. Die Handfläche so schön warm habt, unsere Assistenten Reggie und Klaus, die beiden Sekos, die uns hierher gebracht haben. Auch nochmal ein Dankeschön und einen großen Applaus. Und noch ein letztes Mal für die Medienvertreter, die nicht so viele blöde Fragen gestellt haben und ich mich auf die Sache konzentrieren konnte. So, ich hoffe, dass ihr einigermaßen Spaß hattet. Viel mehr gibt es nicht zu sehen, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ihr hattet einen Ausblick von der Bühne, den haben wenige Menschen. Ich bedanke mich bei euch. Bei den Türen, Prost!